Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns wieder Dubaro, haben wir in den letzten zwei Videos schon gemacht, aber diesmal den Kreativ-Ecke 1200 PC für aktuell 1150 Euro aufgrund eines Userwunsches, was in den Kommentaren eingegangen ist. Der hatte 5 Likes nach oben, deswegen machen wir dieses Video jetzt. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid-Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC anwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Vorher sei noch gesagt, ich weiß, er wird wahrscheinlich darauf reagieren, hat er bei den anderen Videos auch gemacht. Das Problem ist einfach nur, ich kann mir diese Videos nicht komplett angucken, weil er macht aus einem 10- bzw. 15-Minuten-Video, macht er meistens 1,5 Stunden Content. Er bedankt sich zwischendurch noch für Donations und Subs, was auch völlig in Ordnung ist, aber da geht viel unter. Er sagt dann immer, stopp mal das Video oder redet einfach über die Tonspur drüber und dann geht die Hälfte wieder verloren. Ich würde dich bitten, Kreativecke, wenn du dir dieses Video anguckst, jetzt nicht so oft zu stoppen. Du kannst jetzt natürlich hergehen und dann sagen, pass auf, wir haben hier einen Prozessor und dann sagst du da was zu und dann haben wir die Grafikkarte und den Rahmen, ja. Dann kannst du dich da irgendwie von mir aus rechtfertigen, wie auch immer du das auslegst. Aber versuch mal nicht jede 10 Sekunden zu stoppen. Da geht viel unter, das finde ich mal ein bisschen schade. Und dann würde ich dich noch bitten, vielleicht mal diese persönliche Komponente ein bisschen rauszunehmen. Du sagst zu deiner Community, bitte kein Hate, keine Beleidigungen und so weiter. Und dann bekomme ich unter anderem dieses Video. Aber ein bisschen erregend ist das schon. Und ich glaube, ihn, guck mal, ihn hat es auch erregt. Guck ihn nicht an. Ihn hat es erregt. Er denkt sich so, ja Mann, gleich wenn die Kamera aus ist, dann geht's ab. Dann geht's ab. Aber guck mal, wie er sich da freut. So. Oh ja, ich freue mich gleich schon auf den Moment, wenn die Kamera aus ist, Bruder. Da wird dann gesagt, ich würde diese Szene später als Vorlage nehmen. Das kann man jetzt als Gag auslegen. Okay, dann kommt aber noch Folgendes. Also bitte, das da bin nicht ich. Das bin nicht ich. Das ist der Alpha-Allmann, aber nicht ich. Ich nenne ihn einfach Alpha-Allmann. Ich finde, er sieht aus wie so ein Alpha-Allmann, weißt du? Also wie so ein typischer Allmann, so ein Chef halt. Da werde ich quasi von dir als Alpha-Allmann betitelt. Was ist das denn für eine Aussage? Ich glaube, du hast auch selber gemerkt, aufgrund dessen, weil dein Kollege im Voice nicht mehr reagiert hatte, dass das irgendwo uncool war. Versuch das mal so ein bisschen zu untergraben. Versuch, dich einfach nur auf dieses System zu fixieren. Dann wird auch nicht 1,5 Stunden Video draus, vielleicht nur 1 Stunde, ja. Aber versuch wirklich mal auf die technischen Sachen einzugehen. Hast du in den anderen Videos auch gemacht? Aber da waren viele Unterbrechungen drin. Dazu kommt noch, jetzt für dich, G-Skill Aegis Thema. Ich sage immer, der Aegis ist Schrott. Warum sage ich das? Ich sage es eigentlich in den anderen Videos immer, bei dem war es jetzt nicht dabei, kannst du nichts für. Es ist einfach nur so, ich habe ihn 3-mal bestellt, beziehungsweise 2-mal bestellt, 2-mal war er defekt. Und ich hatte einen Kollegen hier, der hatte auch Aegis RAM drin, war auch defekt. Wir haben den RAM getauscht, dann lief das wieder. Die Sache ist einfach die, wenn ich 3-mal etwas quasi bestelle und es ist defekt, kaufe ich es nie wieder. Deswegen sage ich immer, nimm Corsair, nimm Crucial, nimm Kingston, da habe ich bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Weil du hast dieses Thema Random Dice angesprochen. Ja, das mag sein. Corsair macht das auch und Kingston. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich Aegis verbaue, beziehungsweise bestelle, dass er defekt war. Deswegen bestelle ich ihn nicht mehr. Das ist genauso, du gehst in ein Autohaus, kaufst dir einen Opel oder was und merkst dann nach 2 Jahren, der geht kaputt. Dann kaufst du dir noch einen Opel, merkst nach 2 Jahren, der geht wieder kaputt. Dann kaufst du keinen Opel mehr. Das ist einfach so. Dann haben wir noch die Thematik gehabt mit der Kontaktaufnahme. Du hast gesagt, ich kann dich kontaktieren. Es hat ja auch einen Grund, warum ich Dubaro als meinen Partner ausgewählt habe. Das könntest du mal hinterfragen. Du kannst mich auch gerne kontaktieren. Wir können da mal gerne drüber quatschen. Und es hat auch einen Grund, warum ich nicht mit Agandu gepartnert bin. Aber so viel nun mal dazu. Habe ich bei Discord gemacht. Habe keine Antwort bekommen nach 2 Wochen. Deswegen, deine Geschäfts-E-Mail werde ich dafür nicht benutzen. Es ist geschäftlich gedacht. Nicht für irgendwelche Systeme, weil ich da Fragen habe. Versuch mal, die Nachricht vielleicht auszugraben aus den ganzen Nachrichten, die du da hast. Kannst mir ja mal zurückschreiben. Dann hatten wir noch die Sache, dass du in dem Video den Aegis verbaut hast. Nochmal zum Thema RAM. Und den Trident Z Neo zum Beispiel, wo du dich über meine Aussprache lustig gemacht hast. Warum auch immer. Ich kann Trident, Trident sagen. Ich kann auch M.2 oder M.2 sagen. Das ist mir überlassen. Da wurde dann gesagt, du kannst diese 40 Euro Aufpreis nicht rechtfertigen, beziehungsweise Dubaro müsste dann diese 40 Euro Aufpreis auf den Endkundenpreis aufschlagen? Dann mach's doch! Das kann doch nicht so schwer sein, die 40... Doch, kann Warte, es.
der sagt jetzt, dann mach's doch. Er sagt, und jetzt nochmal dazu, er sagt, das mach's, dann mach's doch. Es kann doch nicht so schwer sein. Also, jetzt mal unter uns. Wenn ich da jetzt in dieser Grundkonfiguration auf Dubaro den G-Skill Trident Z Neo reingehauen hätte, dann wären das 40 Euro mehr, die auch Dubaro zahlen müssten. Und dann wäre der PC auch entsprechend 40 Euro teurer. Denn nein, als wir absurd. Das Problem an der ganzen Sache ist, du hast noch im selben Stream den Rechner um 200 Euro runtergesetzt. Das ist der fünffache Wert des RAMs. Wenn sowas geht, dann kann man auch diesen RAM verbauen. 1600 Euro PC. Guck einfach auf Twitch, dann siehst du den Livestream. Ja, und was muss ich jetzt machen? Soll ich den auf 1400 senken oder was? Willst du heute als Aktion auf 1400 senken? Warte mal, ich weiß gar nicht, was da für einer ist. 6700 XT ist das. Komm, machst du minus 200 Euro an den PC, kein Problem. Warte, pass mal auf, habt ihr Bock da drauf? Soll der das machen? Ey, das sind Dubaro. Die machen den PC jetzt einfach 200 Euro günstiger. Hab ich doch noch gar nicht gesagt. Das hast du gesagt. Und auch wenn du Minusmarge machst, alles gut. Doppelte Zahlen musst du trotzdem, Kai, an mich. Ja, zehn aber Stück kann man schon mal machen, ne? Mit dem System wo gibt es da ein Problem? Da gibt es kein Problem. Oder sagen wir so, laut dem Typen gibt es da natürlich viele Probleme. Aber wir reagieren gerade auf das Video. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das war eine Aktion zugunsten der User. Ja, das kann ich verkaufen, wie ich lustig bin. Wenn ich die Möglichkeit habe, 200 Euro von einem System runterzurechnen, dann kann ich auch direkt einen guten RAM verbauen. Da bleibt halt ein bisschen weniger Marge. Du sagst ja selber Minusmarge, das ist ja kein Verlust. Marge ist ja kein Verlust. Da sind die Kosten beinhaltet, Lagerkosten, Mitarbeiter, pipapo. Da macht man ein bisschen Minusmarge, das ist aber kein Verlust. Wir starten jetzt mit diesem System. Das ist der Kreativecke 1200 PC für 1149 Euro. Zu dem Bild sei gesagt, ist es kein Fake. Ist einfach nur das reine Gehäusebild. Ich sage ja bei jedem Video hier, das Gehäuse, so und so. Manchmal sind Sachen drin verbaut, die gar nicht drin sind. Zum Beispiel RGB-RAM. Dann haben die ja RGB-RAM auf dem Bild. In Wirklichkeit bekommt ihr den aber gar nicht. Das ist für Leute, die sich nicht so doll auskennen mit der Materie hier, schlecht. Die erwarten Systeme, denken, geil, das leuchtet bunt und ich stehe da total drauf und dann kriegen sie es nicht. Hier in dem Fall ist es nicht so. Das ist einfach nur das Gehäusebild. Das ist völlig in Ordnung. Als Prozessor haben wir den Intel i5 10400F mit 6x2,9 GHz, 4,3 GHz Turbotakt, 12 MB Cache. Ist auch schon bei Geiz. Hat eine TDP von 65 Watt, was echt wenig ist. Also da könnt ihr einen stinknormalen Lüfter von Be Quiet oder ähnliches rausschrauben. In dem Fall ist halt der Boxlüfter mit dabei. Den verbaut Dubaro auch so. Würde euch empfehlen, vielleicht einen anderen Lüfter zu nehmen, weil man weiß, dass diese Boxlüfter meistens sehr laut sind. Kostet 134 Euro bei Mindfactory. Ist ungefähr gleichzusetzen mit einem Ryzen 5 3600. Man muss dazu sagen, der 3600er, der kostet mehr, verträgt auch einen höheren RAM-Takt. Dazu kommen wir gleich noch. Allein vom Benchmark her ist der 10400F besser, was der Ryzen 3600 angeht, das vergleiche ich jetzt aber für mich. Ich mache das nicht in allen Videos, ich muss nur ungefähr bei Intel immer wissen, Pi mal Daumen, wie es ist bei AMD, wenn man da jetzt ungefähr das gleiche haben möchte. Dazu sei noch gesagt, der Prozessor ist zum Stream geeignet, ihr solltet aber schauen, dass ihr eventuell über die Grafikkarte rendert, weil wenn ihr jetzt ein sehr rechenintensives Spiel habt, was sehr auf CPU-Last geht, dann solltet ihr echt die CPU entlasten und bei OBS zum Beispiel einstellen, dass ihr die Grafikkarte benutzt zum Rendern. Als Mainboard haben wir ein MSI B460M Pro-VDH. Hier ist es auch schon, ist ein Micro-ATX-Mainboard. Ich bin da nicht so der Fan von, weil die Erweiterbarkeit sehr begrenzt ist. Ihr seht in dem Fall gekühlte Spannungswandler, viermal RAM-Bänke, das heißt, ihr könnt den RAM-Speicher später noch erweitern. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier habt ihr einen M.2-Slot, hier unten auch nochmal, das heißt, ihr könnt zwei SSDs verbauen, M.2 SSDs natürlich. Dann könnt ihr hier unten, wenn es vom Lüfter der Grafikkarte nicht verdeckt wird, eventuell noch zum Beispiel eine USB-Erweiterungskarte oder eine WLAN-Karte anschließen. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss, Line-In. Da wurde auch schon mal was zu gesagt. Da sagte der Kollege in dem Stream bei ihm, ja, ich brauche dieses 7.1 nicht. Ja, das ist schön für dich. Es gibt Leute, die möchten sowas haben, weil sie den Rechner nicht nur zum Zocken benutzen, sondern vielleicht auch für Heimkino. Und dann brauchen die 7.1 und so eine schöne Anlage da stehen haben. Unter anderem auch Toslink. Da gibt es einige Leute, die kennen sich noch besser damit aus. Ich sage es nur nochmal dabei. Dann haben wir einen normalen Netzwerkanschluss. Viermal USB 3.0, HDMI, DVI und VGA. VGA braucht heute kein Mensch mehr. DVI und HDMI werdet ihr auch nicht benutzen, denn es ist ja der 10400F. Und bei Intel ist es eben so, ein F-Suffix bezeichnet eine CPU ohne integrierte Grafikfunktion. Das heißt, ihr werdet diese Anschlüsse sowieso nicht nutzen. Die sind aber da. Falls ihr mal irgendwann einen Prozessor verbaut, der eine Grafikeinheit hat, könnt ihr die dann nutzen.
Dann haben wir noch zweimal USB 2.0 und einen PS2-Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht nutzen werdet. Es gibt wohl hier und da noch Leute, die den benutzen wollen, warum auch immer. Die meiste Peripherie wird natürlich über USB angebunden. Ist jetzt natürlich von den Anschlüssen her jetzt nicht das Board schlechthin. Es gibt wesentlich bessere Boards, die dann natürlich auch teurer sind. Das ist wirklich so ein Einsteiger-Ding, Micro-ATX. Ich stelle mir nur die Frage, warum er in dem Fall das B460M genommen hat. Denn wenn wir mal schauen, ist der B460-Chipsatz wirklich nur für die 10er-Reihe gedacht von Intel, die 10.000er-Reihe, Comet Lake S. Alles, was danach kommt, da könnt ihr dann auch noch die 11.000er-Reihe benutzen. Und dann haben wir ja auch noch die 500er-Serie, zum Beispiel das B560, da könnt ihr natürlich dann auch die 11.000er-Reihe drauf betreiben. Und das ist sogar 30 Cent günstiger als das B460. Das verstehe ich nicht, warum er da nicht auf ein Gigabyte B560M zurückgegriffen hat, anstatt auf ein MSI. Das ist auch von den Anschlussmöglichkeiten ein bisschen besser und hier unten wegen dem RAM-Takt, da kommen wir jetzt noch zu. Beziehungsweise nach der Grafikkarte kommen wir noch dazu, der Arbeitsspeicher kommt ja später. Als Grafikkarte haben wir eine 12 GB Nvidia RTX 3060, beliebige Hersteller. Das bedeutet für euch, ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Er hat letztes Mal bei Dubaro angerufen und der sagte auch, ja, es kommt drauf an, wie wir gerade da dran kommen und so weiter. Ja, okay, also ihr wisst nicht, was für eine Grafikkarte ihr genau bekommt. Ist nicht schlimm, der Chip ist derselbe. Die Anschlussmöglichkeiten meistens auch. Das ändert sich nur vom Design her, Lüfter, eventuell die Speicherchips. Die werden jetzt nicht größer oder kleiner, sind nur andere Hersteller. Das ist aber nicht sonderlich schlimm. Aber da wir jetzt freie Hand haben, nehmen wir die SOTEC GeForce RTX 3060 Amp White Edition. Das ist im Moment so die günstigste, die ich gefunden habe. Kostet 579 Euro bei Mindfactory und packen wir so in den Warenkorb. Für die meisten Spiele reicht diese Grafikkarte aus. Ihr könnt jetzt natürlich nicht hergehen und Cyberpunk voll aufdrehen und dann erwarten, dass ihr 144 FPS oder ähnliches schafft. Es ist einfach nur so, als Einsteigergerät in der Preisklasse ist das schon eine gute Wahl. Immer noch besser als die 2060, die er da schon mal verbaut hatte. Könnt ihr jetzt auch einen FPS-Test einblenden, beziehungsweise hinterher wieder so ein YouTube-Video dranhängen. Aber da wurde sich ja auch drüber lustig gemacht, dass ich ein YouTube-Video nehme und dann die FPS zeige in Kombination mit dem Prozessor. Die Sache ist einfach die, da ich ein kleiner YouTuber bin, habe ich jetzt nicht so die dicke Kohle auf dem Konto, dass ich mir alles kaufen kann, was da steht, um das zu testen. Und ich werde nicht hergehen, bei Dubaro so einen Rechner bestellen und den nach einer Woche wieder zurückschicken und mich auf das Fernabsatzgesetz berufen, weil das ist Kacke für den Händler und das ist auch Kacke für mich. Das sind nur unnötige Umkosten, Umweltschutz-Thema, ne? Also lassen wir das sein. Ich kann euch nur sagen, ihr könnt damit auch AAA-Titel spielen, aber ihr habt gewisse Einschränkungen. Es kommt natürlich dann noch die 3060 Ti, die 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090. Deswegen in der Preisklasse völlig in Ordnung. Jetzt kommen wir zum Thema Arbeitsspeicher und da wird es interessant. Hier haben wir 16 GB, 2x8 GB, Patriot DDR4, 3200 MHz, Viper 4. Über den RAM an sich kann ich nichts Schlechtes sagen. Ich hatte bisher noch keine Probleme damit, wenn ich den mal irgendwo verbaut hatte. Es ist Dual-Channel, was auch gut ist, haben sie drauf geachtet. 3200 MHz ist so eine Sache. Hier ist er erstmal bei Geizhals. Also 79 Euro bei Mindfactory, packen wir auch so in den Warenkorb. Aber es sind 3200 MHz. Jetzt ist es so, der Intel-Prozessor unterstützt offiziell 2666. Den kann man natürlich übertakten. Das ist bei AMD auch kein Problem. AMD sagt zum Beispiel 3200 MHz in der 5000er-Reihe. Da könnt ihr auch 4000er drauf laufen lassen. Das funktioniert auch. Ist natürlich unsäglich teuer, aber es geht. Jetzt könnte man meinen, ja, dann haben sie den Prozessor also übertaktet, dass der auf 3200 läuft. Jetzt schaue ich mir aber das Mainboard an und das Mainboard unterstützt offiziell 2933. Das bedeutet, dieser RAM ist viel zu overpowered für diesen Prozessor und dieses Mainboard. Das Mainboard packt das nicht und der Prozessor, weiß ich nicht, ob 3200 nicht sogar schon ein bisschen viel für den sind. Jetzt wird Daniel natürlich wieder sagen, ja, das ist zukunftssicher, wenn du mal irgendwann den Prozessor tauscht. Nee, bei dem Board, bei dem Chipsatz, kannst du noch nicht mal mehr die 11.000er-Reihe drauf laufen lassen, die diese Frequenzen irgendwo verträgt. Und wenn wir nochmal zu diesem Vergleich kommen, B460 und B560. Der B560, der verträgt das. Deswegen, wenn du da noch was zu sagen hast und du wirst da jetzt was zu sagen, es kann natürlich sein, dass ihr da irgendwas gedreht habt, irgendwie mit Overclocking, aber von den Grundangaben des Herstellers seid ihr weit entfernt. Kann sein, dass ihr irgendwie geschafft habt, das Mainboard auf 3200 zu züchten, den Prozessor vielleicht auch, das ist dann schön, aber rein von den technischen Daten macht es so erstmal keinen Sinn. Als Festplatte haben wir eine 500 GB Kingston NV1 M.2 PCI Express 3.0 SSD, lesen 2100 MB und schreiben 1700 MB. Ja, kann man nicht viel zu sagen, es ist halt eine 500 GB Festplatte, ihr installiert Windows, dann noch die Treiber, Programme und ein paar Spiele, ich sag mal so 3-4 AAA-Titel kriegt ihr da drauf, dann wird's auch schon eng. Ihr könnt natürlich später erweitern, entweder über eine stinknormale 2,5 Zoll SSD, eine 3,5 Zoll HDD, ihr könnt auch eine 2,5 Zoll HDD nehmen aus irgendeinem Notebook, das funktioniert auch, oder eben noch einen M.2-Speicher. Kostet 44 Euro bei Cyberport. Packen wir so in den Warenkorb.
Laufwerk ohne, okay, Multimedia, das ist dem Mainboard geschuldet. Netzteil 600 Watt Big Quiet, Pure Power 11. Hier ist es auch schon, ist allerdings nicht modular. Da werden die Kabel, die dann nicht benötigt werden, im Gehäuse irgendwo versteckt. Da habt ihr aber nichts mit zu tun, das musst du Baro dann machen. Ist immerhin Gold zertifiziert, ist auch schön. 600 Watt ist für dieses System schon ziemlich viel. Ich habe die ganze Geschichte mal durch einen Wattrechner gejagt mit dem Prozessor und der Grafikkarte und dem RAM, was nicht alles. Ich habe hier unten diese Liste, hier sieht man es auch nochmal. Hier ist der i5-10411, dann haben wir hier die 3060, DDR-Speicher und so weiter. Da seid ihr bei 328 Watt, wenn ihr noch ein bisschen Puffer mit einrechnet, 378 Watt. Von daher finde ich es gut, dass er euch mit dem Netzteil noch die Möglichkeit gibt, später vielleicht sogar eine 3070 oder ähnliches einzubauen. Schlägt sich aber natürlich auf den Preis auch nieder. Das kostet 67,87 Euro bei Mindfactory und packt mal so in den Warenkorb. Immerhin kein China-Böller. Ich hatte ja oft schon Hersteller, die irgendwelche China-Böller da drin verbaut haben, die einen Wert hatten von 30 Euro oder ähnlichem. Das passt von der Qualität schon so. Als Gehäuse haben wir Kolink Void RGB mit Glasfenster, da passt die Qualität nicht, zeige ich euch gleich. Wir haben was auch schon, vom Gehäuse an sich, designtechnisch gefällt es mir auch, vor allen Dingen mit diesem Infinity Mirror hier drin. Vom Platz her passt das auch, hier unten kommt das Netzteil rein, hier kommt das Mainboard rein, hier könnt ihr die Grafikkarte schön lang einbauen, es geht auch mit Grafikkarten, die etwas länger sind, was vor allen Dingen nur 53 Euro bei Mindfactory kostet. Warum die Qualität nicht stimmt, zeige ich euch jetzt. Ich habe mir hier bei hardwarehelden.de mal einen kleinen Testbericht rausgesucht und da haben wir hier eine Wertung von 5 von 10. Also so ein Mittelding. Vorteile, RGB-Effekt der Vorderseite, relativ viel Platz für CPU, Kühler und Grafikkarte, was ich ja eben auch schon sagte mit der Grafikkarte. Nachteile, Materialqualität, Airflow von Front und Deckel stark behindert, Kabelmanagement, Lüfterdrehzahl nicht einstellbar und Einwegblenden. Einwegblenden sind hinten die Blenden, wenn ihr die Grafikkarte einbaut, da sind so Bleche, die müsst ihr rausknicken. Die könnt ihr nie wieder da einbauen. Es gibt Gehäuse, da könnt ihr die schrauben oder stecken oder ähnliches, da werden sie einfach weggebogen. Ist halt gestanztes Blech. Kann man in der Preisklasse auch nichts anderes erwarten. Betriebssystem, wie immer optional erhältlich, was so ziemlich bei allen Systemen ist bei Dubaro. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein und Reklamationsfall. Da habe ich jetzt mittlerweile die Rückmeldung bekommen, dass die ungefähr, je nach Fehler, eine Woche brauchen, bis das System wieder da ist, was ein guter Schnitt ist. Es gibt Hersteller da draußen, die lassen sich 4 bis 6 Wochen Zeit oder womöglich noch länger. Die Anschlüsse, die sind im Mainboard geschuldet. Grafikkarte, einmal HDMI, dreimal DisplayPort. Das hat jetzt so ziemlich jede, nicht alle. Es gibt welche, die haben auch 6 Anschlüsse. Oder dann zweimal HDMI und zweimal DisplayPort. Gibt es alles noch, aber das ist meistens so. Die Gehäuseanschlüsse haben wir noch zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0, Kopfhörer und Mikrofon. Was auch bei so ziemlich jedem Gehäuse der Fall ist. Die Zugabe Bulgard Internet Security könnt ihr einfach wegschmeißen, weil der Windows Defender macht einen guten Job. Und dann wären wir auch schon am Ende. Hier haben wir die SSD, hier haben wir den Prozessor, hier haben wir den RAM, die Grafikkarte, das MSI-Board, das Gehäuse und das Netzteil. Und dann kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.042,19 €. Das System soll kosten 1.149. Das heißt, ihr seid jetzt Pi mal Daumen 100 Euro teurer. Was für Zusammenbau und eben Garantieabwicklung und so weiter in Ordnung ist. Wir hatten ja letztes Mal den Fall, da war es 200 Euro zu teuer. Da hat auch Kreativecke selber gesagt, das ist zu viel. 100 Euro ist noch im Rahmen. Von der Konfiguration her, es ist ein Einsteigersystem, es ist ein Budget-Build. Aber ein Micro-ATX-Board mit einem alten Chipsatz, beziehungsweise nicht erweiterbaren Chipsatz, dass ihr vielleicht später noch sagen könnt, kann ich den 11.000er Intel da irgendwo noch draufschrauben, finde ich schon hart. Die 500 GB SSD und die 12 GB RAM sind natürlich den Preis geschuldet. Ihr könnt da nicht erwarten, dass ihr 32 GB RAM kriegt oder 1 TB SSD-Speicher. Da muss woanders wieder weggespart werden. Jetzt zeige ich euch mal, was mit dem Preis noch möglich wäre, weil ich ja das Mainboard kritisiert habe. Ihr könntet hier zum Beispiel ein Big Quiet PureBase 500 nehmen. Das kostet 68 Euro, ist teurer als das andere, klar. Aber das geht ja jetzt gleich um den Endpreis und nicht um die Einzelteilpreise. Das haben wir auch bei hardwarehelden.de gefunden im Test. Und da sieht es qualitativ schon wieder ganz anders aus. Ich erinnere euch nochmal, letztes Mal hatten wir 5 von 10 Punkten. Hier haben wir 8,1 von 10 Punkten. Vorteile, die Verarbeitung, Ausstattung, Design, Platz und es ist günstig. Nachteile, die Temperatur bei geschlossenem Deckel. Hat das andere Gehäuse auch, dass da wohl die Temperaturen nicht so gut waren, beziehungsweise der Luftstrom. Lüfter mit leichten Nebengeräuschen. Dass die Bequiet-Lüfter Nebengeräusche machen, vielleicht in Verbindung mit dem Gehäuse. Ich finde die Bequiet-Lüfter eigentlich ziemlich gut, könntet ihr dann aber tauschen. Ist jetzt aber nicht der Fall, ihr habt auf jeden Fall eine bessere Wertung. Hat auch einen Grund, warum wir Bequiet nehmen, das zeige ich euch gleich noch. Wir haben denselben Prozessor, auch mit dem Boxlüfter. In dem Fall habe ich einfach mal 16 GB Crucial Ballistic schwarz genommen, finde ich designtechnisch besser, tut sich jetzt aber nicht viel mit dem anderen RAM. Wir haben dasselbe Netzteil, wir haben dieselbe SSD, aber wir haben ein ASRock B560 Steel Legend. Und warum habe ich das genommen? Es ist ein größeres Board. Ihr habt mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Es ist designtechnisch, finde ich es schöner. Ist aber jedem selber überlassen. Vor allen Dingen, ihr habt jetzt hier so silber-weiße Dekorationen dran.
Passt natürlich dann, wenn ihr wirklich die weiße Grafikkarte nimmt, besser dazu. Aber dieses Board kann tatsächlich DDR4 4800. Das heißt, die 3200 MHz von dem RAM, die er rein konfiguriert hat, könnten voll ausgenutzt werden. Zumindest was das Board angeht. Wie sich der Prozessor mit 3200 MHz verhält, kann ich euch leider nicht sagen. Ich bin eher im AMD-Lager unterwegs. Bei Intel konnte ich dazu jetzt keine Informationen finden. Ihr seht das auch nochmal. Gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die erste SSD rein. Hier könnt ihr Grafikkarte reinbauen. Hier ist nochmal ein SSD-Anschluss. Hier unten könntet ihr so eine kleine WLAN M.2-Karte reintun. Ihr habt das Board sogar noch WLAN. Die kosten so um die 15 bis 20 Euro. Da könnt ihr hier noch erweitern, zum Beispiel eine USB-Karte, eine Capture-Karte, eine WLAN-Karte. Hier unten ist nochmal ein M.2-Slot, das heißt, ihr könnt nochmal erweitern. Meistens, muss ich dazu sagen, ist es bei diesen Boards der Fall, wenn ihr diesen Slot hier unten nutzt, dann fallen euch 2 SATA-Ports weg. Dann habt ihr nur noch 4 anstatt 6. Ist bei den meisten Boards so. Von den Anschlussmöglichkeiten sind wir ungefähr angelehnt an das andere. Hier habt ihr 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, PS2-Anschluss, HDMI-DisplayPort nutzt ihr bei dem auch nicht, weil es ja derselbe Prozessor ohne Grafikeinheit. Hier haben wir USB-C, Netzwerkanschluss, aber 7.1-Anschluss und Toslink, für die, die Wert drauf legen. Muss nicht für jeden sein, die meisten benutzen so ein Headset wie ich, da ist eh ein Stick dran. Die Soundkarte sitzt dann quasi im Stick oder im Headset, da ist es für euch vielleicht uninteressant, aber das Board hat die Möglichkeit. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 530,87 €. Jetzt müsst ihr noch die Grafikkarte dazu rechnen. Dann nehmt ihr dieselbe bei Geizhals. Die gibt es aktuell bei Mindfactory nicht, da müssen wir auf Geizhals zurückgreifen. Aber eine Grafikkarte ist meiner Meinung nach immer noch am leichtesten einzubauen im ganzen System. Neben dem Prozessor, den man einfach nur einsetzt, klar. Da habt ihr dann einen Gesamtpreis von 1.109 €. Jetzt sagt ihr, ja, das muss ja noch zusammengebaut werden. Ja. Vollkommen richtig. Im Moment läuft bei Mindfactory aber noch der Summer Deal mit BeQuiet. Das bedeutet für euch, wenn ihr ein BeQuiet-Gehäuse nehmt, und das haben wir ja reinkonfiguriert, was auch schon besser als das Co-Link war. Designtechnisch lässt sich drüber streiten, qualitativ auf jeden Fall besser. Dann spart ihr 100 € auf die PC-Montage. Das heißt, wenn wir jetzt auf diesen Preis nochmal 50 € draufrechnen, weil die nehmen regulär 150 € für Zusammenbauen, minus die 100, seid ihr 50 € obendrauf, dann habt ihr einen Gesamtpreis von 1.159 €. Dann seid ihr einen 10er teurer als der Kreativ-Ecke-PC, habt ein besseres Board und ein besseres Gehäuse und mehr Erweiterungsmöglichkeiten und bekommt das System auch zusammengebaut nach Hause. Die Grafikkarte müsst ihr natürlich selber einsetzen, das ist aber kein großes Ding. Ihr steckt die einfach da rein, schraubt sie fest, wird von Windows erkannt, Thema erledigt. Ihr könnt natürlich dann den Treiber runterladen, was ich auch jedem empfehle. Aber das ist auch der Grund, warum ich dieses System nicht empfehle. Dieses Mainboard gehört da nicht rein. Micro ATX, selbst im Budgetbereich, es gibt mittlerweile gute ATX-Boards, die man dafür hätte nehmen können. Dazu ist noch ein besserer Chipsatz drin verbaut dann. Also ich kann es nicht empfehlen. Viel falsch machen könnt ihr jetzt aber auch nicht. Das bedeutet im Endeffekt, ihr wollt ein System, was funktioniert, euch interessiert das nicht mit den Erweiterungsmöglichkeiten, ihr wollt es einfach nur da stehen haben und es läuft, ja bitte, dann bestellt ihn euch. Ich habe euch jetzt auch die Alternative gezeigt, damit habt ihr noch ein paar zukunftsorientierte Teile drin mit verbaut. Ihr könnt dann hinterher den Prozessor zum Beispiel tauschen, weil das ist so ein System, habe ich jetzt ganz oft gehabt, ich kriege was zugeschickt, eine Liste, guck mal, das ist mein System. Kann man dann noch was machen oder muss ich mir einen komplett neuen kaufen? Das ist bei dem schon fast der Fall. Wenn jetzt jemand kommt, Intel wechselt sowieso ständig die Sockel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte gerne hinterher einen Intel der 11.000er Reihe haben, dann musst du ihm schon sagen, du musst das komplette Board tauschen. Das ist schon blöd. Du kannst natürlich den RAM übernehmen und die SSD und das Netzteil auch, aber der Rest fällt halt irgendwo weg. Ne? Ich finde das Mainboard nicht passend. Ansonsten ist das System als Einsteigergerät in Ordnung. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen und ciao, ciao.